So, da kann ich auch raus. Das sehe ich hier gerade so schlecht. Durch diesen Ausgang sind wir, glaube ich, noch gar nicht gekommen. Weltkartenübergang. Schwarzseeviertel. Ja, machen wir. So, dann gehen wir mal los hier. Jetzt sehe ich noch Nesha. Und danach würde ich auch die Aufnahmerunde beenden. Ja, definitiv. Würde ich tun. Mal wieder eine etwas kürzere. Aber ich muss mich halt auch noch ein bisschen schonen. So. Es ist halt immer das Problem, gerade in dieser kalten Jahreszeit ist man halt immer relativ schnell Was ist mit meinem Heim passiert? Wieso ist mein Anwesen so dunkel und kalt? Ich muss meinen Assistenten sofort anweisen, Feuer zu machen. Licht, bitte! Diese Tür ist seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie eingebaut zu haben. Hört ihr mich? Die Tür klemmt! Wisset, dass eure Worte an diesem Ort nicht hörbar sind. Oh, vergebt mir. Ich wäre nicht so laut geworden, wenn ich gehört hätte, dass jemand so nah ist. Diese Tür klemmt wirklich. Wie peinlich. Könntet ihr... Meine Tür ist auch verschlossen. Garrius wird früh genug zu euch kommen. Garrius? Das ist nicht der Name meines Assistenten. Garrius ist der Meister des fünften Turms. Und ihr seid am Leben, weil er eure Hilfe benötigt. So wie er einmal um meine gebeten hat. Es tut mir leid. Ich sehe euch hier nicht gut aus diesem Winkel. Was meint ihr? Ich helfe immer gerne, wisst ihr? In diesem Fall solltet ihr den Tod wählen. Für euer Wohl und das Wohl dieser Ebene. Garrius sucht Informationen über ein uraltes Ritual von Illifan, das ihm die Macht des Fürsten der Schatten geben wird. Doch sein Verständnis des Rituals ist begrenzt. Ich kann helfen. Informationen sind so etwas wie ein Hobby von mir. Vielleicht kann ich etwas Licht ins Dunkel bringen, besonders wenn Bücher oder kryptische Rituale involviert sind. Ich muss sagen, dieser Garrius hat einen schlechten Platz gewählt. Es sieht ja nicht einmal so aus, als wäre es Teil des Illifan-Imperiums. Ist es auch nicht. Doch tief in den Steinen dieser Struktur liegt Macht. Es ist einer der Schauplätze des Krieges gegen den Fürst der Schatten, als er vor langer Zeit diese Ebene berührte. Ein Teil von ihm ist immer noch hier und gibt seinen Anhängern Stärke. Es kommt nichts Gutes dabei raus, wenn man mit uralten Kräften herumspielt. Dieser ganze Ritualunsinn ist nicht sehr schlau. Es ist Wahnsinn. Doch mit dem Wahnsinn kommt die Macht. Und Garrius wird sich nicht abwenden. Das war ja interessant. Und damit wissen wir wahrscheinlich schon, was als nächstes passiert. Oder wo wir als nächstes hin müssen. So. Hallo, Necha. Wir bringen eine gute oder eine schlechte Neuigkeit. Wir wissen, wo der Splitter ist, aber... So, ich hörte von einer Schlacht in der Mondschabatzke. Ist mir ja... Sie wurde von einem Hexenmeister getötet, der Dämonen herbeizaubern kann. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Ohne sie sind die Neuen stark geschwächt. Sie wird fehlen. Der Mörder, konntet ihr den nächsten schnappen? Nein, er ist entkommen. Dann bleibt nicht viel zu tun. Ich kann die Sternumhänge zum Mondsteinmaske und zu Syrans Anwesen schicken, um Hinweise zu suchen. Doch ich weiß nicht, was sie finden werden. Es scheint, es bliebe die Gerechtigkeit uns heute verwehrt. Doch man muss euch gratulieren, da er Lord Syran gerettet hat. Ah.
Ich beschwere mich jetzt nicht. Was soll ich als nächstes tun? Wenn es eine Spur gäbe, würde ich euch bitten, den Mörder zu suchen. Doch so, ich fürchte, wir müssen abwarten. Und eine weitere Angelegenheit kam uns kürzlich zu Ohren. Anscheinend haben wir innerhalb Nivantas ein noch größeres Problem, als wir zuerst dachten. Ja, Sydney in der Tat, ja. Ich hoffe, wir stören nicht, denn Nivantas scheint derzeit viel zu los zu sein. Ich sag, dass ich euch schicken würde, wenn ich fertig bin. Entschuldigt, Lockmescher, das Gespräch vorhin war recht kurz und ich dachte, für unsere beiden Städten wäre es am besten, nicht länger zu warten. Verdient mir meine Ungeduld. Seid ihr das aus Westhaft, der Knappe, von dem man so viel hört? Wer immer sie ist, sie hat Macht und sie hält sie gut verborgen. Eure Taten sind mir bekannt. So außergewöhnlich wie sie sind, würden wir sicher den ganzen Tag darauf verwenden, sie zu bereden. Diplomatie machen wir. Mein Lord, wenn ich ungelegen komme, dann werde ich sofort gehen. Nein, ich will hier euch haben, weil diese Sache verdient eure Aufmerksamkeit. Das hier ist Sydney in der Tat, unsere neue Botschafterin aus Luskan. Sie traf vorhin ein und ich hoffte, mit euch unter vier Augen sprechen zu können, bevor wir uns begegnen. Ihr Begleiter heißt Kralver, glaube ich. Seid gegrüßt, es ist mir eine Frage. Kralver ist nicht von Bedeutung, er soll mir zur Hand gehen und das leise. Die Nachricht, die ich überbringe, betrifft vor allem euch und mich, Lord Nasher. Gut, dass ihr hier seid. Ich wollte euch unbedingt von meiner Abreise sprechen. Natürlich, ich höre. Es gab ein Missverständnis, daher reiste ich aus Luskan her, um gewisse Dinge aufzuklären. Überließ man dies Gerüchten, Tratsch oder Oberflächlichkeiten, so ergeben sich womöglich Fehlurteile. Ihr habt kürzlich Ärger mit denjenigen gehabt, denen ihr in Beziehung zu Luskan nachsagt. Dabei besteht zu uns weder eine Verbindung, noch unterstützen wir sie. Okay, und wer sind diese Leute? Es gibt vier Türme in Luskan. Über jeden herrscht ein geschickter Magus und wir vier arbeiten unermüdlich daran, Luskan und seinem Volk zu helfen. Doch es gibt einen selbsternannten Meister des fünften Turms, der, wie sein Titel verheißt, die Regeln gebrochen hat. Dieser Magus ist ein Mann mit dem Namen Gerius. Schwarzer Gerius ist, glaube ich, ein weiterer seiner Titel, eigentlich albern. Doch er glaubt tatsächlich, sein Schatten wäre größer, als er wirklich ist. Nichtsdestotrotz war er in letzter Zeit sehr fleißig, fast so fleißig wie ihr, mein lieber Hafenbewohner. Doch er hat mit unserer Stadt und unseren Interessen nichts zu tun, im Gegensatz zu euch und euren Verpflichtungen gegenüber Nivantar. Und was hat er angestellt, das für mich von Bedeutung wäre? Eine Botschafterin Natale sagte mir vorher, sie glaubt, der schwarze Gerus stecke hinter dem Krieg mit ihrer Nachbarinsel Rüatim. Ja, und so entstand ein günstiges Mittel, Luskan von seinen Prioritäten abzulenken. Trotzdem war Rüatim schon seit einiger Zeit aggressiv, daher mussten Maßnahmen ergriffen werden. Ich bin überzeugt, das Grafenbündnis hätte daran Anstoß genommen, so wie ich. Ich bin mir sicher, das hätte sie, mein Lord. Doch da Rüatim uns zuerst angegriffen hat, obliegt es uns, ihren Angriff schnell zurückzuschlagen. Von Inselbarbaren kann man eigentlich nichts anderes erwarten. Seht ihr, Rüatim meinte, Luskan hätte ihnen ein wertvolles Artefakt gestohlen, das sogenannte Buch von Idkazar. Ein mächtiges Artefakt und sein plötzliches Verschwinden kann nicht nur zwei Völker in den Krieg führen, in den falschen Händen kann es auch ungeheure Macht bündeln. Okay, und wie hilft uns das? Das wollen wir gerne Nivantar überlassen, es handelt sich eher um interne Angelegenheiten. Doch das ist nicht unsere Sorge. Okay, ich verstehe den Satz davor nicht gerade, aber egal. Wir glauben, dass der schwarze Gerius ein Bündnis mit dem sogenannten Fürst der Schatten geschlossen hat. Ein Mann oder Wesen, über das wir sehr wenig wissen. Gerius verzweifelt ist in der Lage, das Buch von Idkazar mit Hilfe dieser Verbündeten zu stehlen und seine Armeen mit Golems zu verstärken, die das Buch erweckt. Ja, wegen eines Buches ein Krieg angefangen? Ist das nicht Luskans Problem? Nein, leider ändert sein Ehrgeiz dort nicht. Wir erhielten Kunde, er wolle ein mächtiges Ritual in den Landen Nivantas durchführen, und zwar mit dem Wissen, dass er just dem Fürsten der Schatten gestohlen hat, dem er dient. Ich hörte vom Verlust eures Gelehrten hier, Aldernon, doch ich vermutete, er hat selbst etwas damit zu tun. Was meint ihr damit? Ich nahm an, er wurde entführt, um das letzte fehlende Teil zum Ritual beizusteuern. Ein Rituell, das dem Fürst der Schatten Macht entziehen wird und an Gerius übertragen. Welche Kräfte genau übertragen werden, wissen weder ich noch meine Kollegen unter den Magi, und das macht uns Sorgen. Doch ich sagte euch alles, was ich weiß. Okay, ihr sagt ja, dass wir auf dem Gebiet, ihr wisst nicht, wo.
Wir fühlten uns nicht verpflichtet, mutmaßliche Verbindungen zwischen Luskan und diesem Verbrecher aufzuklären, sondern auch, euch seinen Aufenthaltsort zu verraten. Er ist mit seinen Truppen in einer Burgruine der Kreuzfixfeste in den Landen Nivendas. Normalerweise würde Luskan nicht zögern, gegen solch einen Verbrecher vorzugehen. Ey! Mann! So, ich will dich dabei weiter angucken. So, so, nein. So, so genau. Rede mit meinem Rücken! Normalerweise würde Luskan nicht zögern, gegen solch einen Verbrecher vorzugehen, doch angesichts der herrschenden Verwirrung hielten wir es für das Beste, Leutnant Schock und euch über die Lage zu informieren, damit ihr nach bestem Gewissen entscheidet. Ja. Warum die Kreuzwegfeste? Wir bleiben diplomatisch, weil man muss ja nicht einen Krieg unbedingt nochmal aufprovozieren. Und warum auf dem Gebiet Nivendas? Es ist schwierig, es jemandem zu erklären, der nichts von arkanen Künsten versteht. Die Kreuzwegfeste war einst der Schauplatz einer großen Schlacht, und zwar gegen den Fürst der Schatten persönlich. Wenigstens das konnten wir herausfinden. Etwas von der Macht aus dieser Schlacht, vielleicht seine Essenz, ermöglicht ihnen eine stärkere Bindung an den Fürst der Schatten, wenn das Ritual dort durchgeführt wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Ja, dann sollten wir sofort handeln. Was? Wir sollten eingreifen, aber wir sind hier noch nicht fertig. Glaubt denn irgendjemand hier wirklich, dass Luskan nichts von Emma wusste? Gar nichts? Mein liebes Mädchen, mit solchen Worten wäre ich vorsichtig, es sei denn, ihr wollt mich beleidigen. Ich kam voller Vertrauen und ihr schlagt mir ins Gesicht. Ich will das nicht noch unbedingt. Nee, ich will das nicht noch unbedingt hinaustragen. Es ist Zeit, alte Fäden zu beenden und uns auf unseren neuen Feind zu konzentrieren. Was, ihr habt gesehen, was bei Emma geschah. Ihr wurdet für den Tod dieser Leute vor Gericht gestellt, den sie verursacht haben. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Beschützt ihr so euer Volk, wenn es euch genehm ist? Chandajero, die Stärke Nivend, das ist die seiner Bürger und ihr habt mir das gerade bewiesen. Doch hört mir zu, während wir reden, erheben sich größere Bedrohungen gegen Nivendar. Was bei Emma geschah, ist tragisch, doch ich glaube, die Verantwortlichen wurden dafür bestraft. Wenn wir die Anklage weiter nach Luskan tragen, halte ich das nicht für unangebracht. Außerdem bestimme ich die Politik dieses Hofes. Hier geht es nicht um einen Mann oder um ein Dorf, hier geht es um Nivendar und darum zu beschützen, was existiert. Ich hatte eine Freundin in Emma Elaine, die knapp genommen doch so viele andere. Ich weiß, ich traure um ihren Verlust. Doch wenn dieser Garrus nicht aufgehalten wird, wird sich fürchterlich eine weitere Tragödie ertragen. Schlimmer als in Ember. Es wird Gerechtigkeit geben, mit der Zeit, aber nicht heute. Und ihr müsst das akzeptieren. Wir alle müssen unsere Bürde tragen. Auch und wenn wir das ertragen müssen, damit das Volk von Nivendar sicher ist, dann muss es so sein. Lordnischer Botschafter von Natalien, die Kreuzwegsfeste, ich befürchte... Ruhe, Kreiver, und wir, ich muss euch nochmal daran erinnern. Verzeiht, Lord Nashor, doch der schwarze Gerus hat vielleicht das Ritual begonnen und schnelles Handeln tut Not. Ich tat, was ich konnte, um euch zu sagen, was wir wissen. Es liegt an euch zu handeln, wenn ihr wünscht. Ist das ein garstiges Biest? Und wenn ihr vom Hafen als weitere Beweis meines Wohlwollens und Luskas Vertrauens seid, versichert. Ach, ihr vom Hafen. Dass ich weiter nach Informationen über den Fürst der Schatten suche und nach jedem Beweis dafür, dass Luska mit Emma nichts zu tun hatte. Und mit der Zeit findet ihr wohl eure Beweise. Ja, Mädchen, das werde ich. Danke, dass ihr mich angehört habt. Ich weiß, dass in Nivendar schwierige Zeiten herrschen und es war nicht meine Absicht, sie schwieriger zu machen. Oh Mann. Doch Luskan konnte diese Bedrohung von seinem Nachbarn im Süden nicht verschweigen. Lebt wohl. Ich habe bereits die Sternumhänge und die Truppen zur Kreuzwegfeste in Sand. Und ihr sollt auch gehen. Garrus muss aufgehalten werden. Ihr sollt aufbrechen, sobald ihr reisefähig seid. Rettet Aldernon und tut alles, was in eurer Macht steht, um das von Garrus geplante Ritual zu vereiteln. Das hier klingt ein bisschen sarkastisch. Aber ich mache mich sofort auf den Weg. Seid vorsichtig an der Kreuzwegfeste. Wenn, wie die Botschaft sagt, sie jetzt Garrus Festung ist, dann ist sie sicher gut geschützt. Und nicht nur von Soldaten, sondern auch durch Magie. Welche Überraschung. Ja, komm. Hey, mit dir will ich nicht reden. Ich will hier raus. Verlogenes Dreckstück. Entschuldigung. Bah. Geht. So. Weg hier.
Kann doch nicht wahr sein. So, aber ich werde hier wieder, ich werde erstmal hier so ein Stück rausgehen, die Aufnahme jetzt hier beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt hier nur noch auf den Platz gehen, da werde ich speichern und dann, wie gesagt, werde ich die Aufnahme beenden. Machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich denke mal, dass ich offscreen eben das Inventar verkaufe, Heiltränke wieder aufstocke und eventuell andere Tränke noch mitnehmen. Aber das werde ich dann jetzt offscreen machen. Das heißt, die nächste Aufnahmerunde wird dann wahrscheinlich bei Deacon starten. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das ist schön. Gut, egal. Gehabt euch wohl.